The Pioneer Briefing, der Podcast. Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 30. September. Ich habe einmal bei anderer Gelegenheit gesagt, die Maßnahmen, die wir ergreifen, sind ein Wumms. Man kann sagen, das ist hier ein Doppelwumms. Der Doppelwumms des Bundeskanzlers bedeutet im Grunde, die Gasumlage ist gestorben. Jetzt kommt die Gaspreisbremse. Für 200 Milliarden Euro nimmt die Bundesregierung neue Schulden auf, um die enormen Energiekosten für die Menschen in Deutschland aufzufangen. Im Studio ist der Chefredakteur von The Pioneer, Michael Bröker. Hallo Mick. Hallo, guten Morgen, Chelsea. Das heißt, der Staat nimmt Schulden auf, um den Preis zu deckeln? Ja, Chelsea, genau so ist es. Man darf sich bei diesen Wortklaubereien aus der Politik nicht täuschen lassen. Auch ein Wirtschaftsstabilisierungsfonds ist am Ende nichts anderes als neue Schulden. Und wie wir wissen, sind die Zinsen dramatisch gestiegen. Das heißt, diese Schulden nimmt der Staat jetzt auch noch zu erhöhten Kosten auf. Aber ja, wir haben inzwischen eine Situation, Chelsea. 360 Milliarden Euro hat der Staat aufgenommen in diesem Jahr in Schattenhaushalten, in Nebenfonds, also an dem normalen Bundeshaushalt vorbei, der ja ohnehin schon 460 Milliarden Euro Budget drin hat. Also du siehst, im Grunde hat man hier zwei Haushalte. Das ist die Doppelkoalition. Aber bringt es auch was? Ja, das ist die entscheidende Frage, Chelsea. Und deswegen müssen wir schauen, ob diese Gaspreisbremse wirkt. Weil wenn sie wirkt und wir die Krise dadurch abmildern, dann ist es ja auch vielleicht gerechtfertigt. Und ich habe deswegen mal Professor Veronika Grimm angerufen. Sie ist Energieexpertin, wirtschaftsweise, aber vor allem ist sie gerade die Chefin, die Vorsitzende der Gaspreiskommission für die Bundesregierung. Und sie soll jetzt diese Gaspreisbremse umsetzen. Hören wir mal rein, was sie zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Frau Grimm. Guten Morgen. Der Doppelwumms, Frau Grimm, hat Olaf Scholz, so hat er es genannt, 200 Milliarden Euro soll die Gaspreisbremse dem Staat wert sein. Reicht das, um diese Krise abzumildern? Ja, reichen tut das wahrscheinlich, wenn nicht noch was Neues passiert. Es ist natürlich so, dass man bedenken muss, dass die Krise bis 2024 dauern wird. Also es geht um diesen und um den nächsten Winter, in dem die hohen Energiepreise uns noch belasten werden. Insofern ist es auch wichtig, einen großen Betrag vorzusehen, um dann nicht zwischendurch da wieder neu verhandeln zu müssen. Helfen Sie mir, um wie viel sinkt denn jetzt der Centpreis pro Kilowattstunde? Wenn ich richtig informiert bin, sagt der Bund, 2,5 Milliarden Euro kosten ungefähr 1 Cent pro Kilowattstunde und wir sind im Moment bei etwa 30 Cent pro Kilowattstunde und waren vor der Krise mal bei 7. Wenn ich also richtig rechne und wir würden wieder zurückgehen auf das Vorkrisenniveau, wären das 57 Milliarden Euro pro Jahr. Nach zwei Jahren 100 Milliarden Euro, da ist ja dann sogar noch Luft nach oben. Ja, genau. Man muss hier genau hingucken. Man muss gucken, was sind denn die Preise, zu denen die Unternehmen das Gas beschaffen können. Das sind ja nicht die Großhandelspreise, die ausgewiesen wurden. Das sind eben die Einfuhrpreise, die Unternehmen tatsächlich realisieren. Wenn man jetzt den Preis senken will, sagen wir mal zum Beispiel auf 12 Cent pro Kilowattstunde, dann muss man eben die Preisdifferenz finanzieren und da schwanken die Schätzungen so ein bisschen. Und das hängt natürlich auch immer davon ab, wie sich der Gaspreis entwickelt. Also ich würde auch denken, für die Haushalte sind wir so zwischen 15 und 30 Milliarden Euro auf ein Jahr gerechnet. Wenn die Unternehmen noch dazukommen, wird es mehr. Insofern rechtfertigt sich dieser hohe Betrag schon durchaus. Zum anderen ist es so, dass man natürlich auch überlegen muss, bei welchem Preis deckelt man eigentlich. Bei dem historisch niedrigen Preis, der eben basierte auf den billigen russischen Lieferungen, oder bei dem Preis, der zukünftig zu erwarten ist. Das hätte den Vorteil, dass sich ein solcher Preisdeckel auch wieder abschafft, wenn der Preis dann auf das zukünftig geltende Niveau absinkt nach dieser Preiskrise, die wir jetzt gerade erleben. Und dann wären natürlich auch die Kosten niedriger. Dann müsste man aber darüber hinaus dann Haushalte mit sehr niedrigen und mittleren Einkommen noch entlasten. Aber Hand aufs Herz, Frau Grimm, Sie und Ihre Ökonominnen und Ökonomenkollegen in der Kommission gehen doch davon aus, dass es diesen günstigen Gaspreis, wie wir ihn vor der Krise hatten, so eigentlich nie wieder geben wird, oder? Genau, das ist zu erwarten. Das wird auch ein Element der Beratungen sein. Man muss sich dann eben überlegen, wie man damit umgeht. Ich glaube, in der Diskussion hat sich schon auch herausgeschält, dass es nicht unbedingt der beste Weg ist, bei dem
historischen günstigen Gaspreis einen Gaspreisdeckel zu etablieren. Aber auch das muss natürlich Teil der Beratungen sein, dass man sich überlegt, wie macht man denn diesen Preis, woran macht man denn diesen Preis fest, bei dem man dann den Gaspreis deckelt. Aber da gibt es auch gute Vorschläge und viele Überlegungen dazu. Ich glaube, da werden wir eine interessante Diskussion führen und auch schnell zu guten Ergebnissen kommen. Frau Grimme, ich bedanke mich, wünsche viel Erfolg in Ihren Beratungen in der Kommission und ein schönes Wochenende. Vielen Dank. Ja, ich danke Ihnen, Herr Brücker. Das klingt so, als würden wir den günstigen Vorkrisenpreis nie wieder erleben. Aber die Bremse muss jetzt schnell kommen, denn die Krise ist längst in der Industrie angekommen, richtig? Ja, richtig, Chelsea. Zunächst mal, wir werden mit höheren Energiepreisen leben müssen. Das heißt, Einsparung bei dir, bei mir, bei uns zu Hause, aber vor allem auch bei den Unternehmen und in den Betrieben ist alternativlos. Und die Industrie, die leidet längst, Chelsea. Und das ist vielleicht auch das große Problem. Diese Bundesregierung hat die Krise unterschätzt. Ich habe mal mit Christian Kullmann gesprochen, am Tag vor der Entscheidung der Bundesregierung. Er ist Vorstandsvorsitzender der Evonik Industries in Essen, eines der größten Chemieunternehmen. Vor allem war er bis gestern Präsident des VCI. Das ist der Verband der chemischen Industrie. Knapp 2000 Unternehmen sind dort Mitglied. Aber, Chelsea, vor allem ist entscheidend, 90% der industriellen Unternehmen in Deutschland sind auf die chemischen Vorprodukte angewiesen, also auf die chemische Industrie. Wenn es der chemischen Industrie nicht gut geht, dann geht es dem ganzen Land schlecht. Ich habe ihn deshalb mal direkt zu Beginn gefragt, haben Sie eigentlich die Befürchtung, dass Teile dieser chemischen Industrie in Deutschland schlicht nicht mehr vorhanden sein werden nach der Krise? Die Befürchtung habe ich. Die Situation ist unglaublich schwierig. Ich denke, dass mindestens 1-2 Drittel der chemischen Industrie, und hier reden wir von 1.900 Unternehmen, hier reden wir von über 500.000 wirklich gut und attraktiv bezahlten Arbeitsplätzen, hier reden wir von der Zukunft der deutschen Industrie, dass die akut gefährdet sind. Wie konnte es denn sein, dass so viele Mitgliedsunternehmen in Ihrem Verband sich so sehr und so einseitig auf Gas aus Russland konzentriert haben? Wir sind nicht einseitig. Unsere Politik hat falsche Entscheidungen getroffen. Die haben wir nicht scharf genug kritisiert, die haben wir am Ende mitgetragen. Wir sind nicht unschuldig, aber die Weichen falsch gestellt hat die Politik. Aber das günstige Gas hat man gerne genommen über die Jahrzehnte. Zweifellos, das war ein Fehler. Wie schnell kann man jetzt umswitchen? Was ist der Zeitraum, den ihr eigentlich bräuchtet? Wenn wir eine Energieversorgung sowohl bei Strom wie auch bei der stofflichen Verwertung, dafür brauchen wir insbesondere Gas, wie aber auch bei der Energieversorgung insgesamt erreichen wollen, mit anderen Worten 100% regenerative, dann brauchen wir von heute an gerechnet mindestens noch 20 Jahre. Das ist Wahnsinn. Die politischen Ziele sind deutlich kürzer. Aber lassen Sie mich vorher noch mal eben den VCI verstehen. Sie haben gesagt, 1.900 Unternehmen, 220 Milliarden Euro Umsatz machen diese Unternehmen. Wie viele denn davon sind wirklich abhängig, weil sie das Gas als Prozess brauchen, als Grundstoff und nicht als Wärmelieferant für die Flure oder die Arbeitshallen? 99%. Dann stellt sich natürlich die Frage, kann Finanzminister Christian Lindner seine geliebte Schuldenbremse beibehalten oder ist das spätestens jetzt schlicht unmöglich? Ja, de facto, Chelsea, ist sie ja schon gestorben. Das haben wir ja eben schon besprochen mit den Schattenfonds und den Nebenhaushalten. Aber formal, also juristisch, technisch, haushalterisch korrekt, wird er es wohl 2023 schaffen, die Schuldenbremse einzuhalten. Allerdings, wer weiß, wie diese Krise sich weiterentwickelt. Und wenn Christian Lindner sich korrigieren muss, dann wird es auch für ihn ernst, denn er hat im Grunde auch sein Amt, seine Amtsführung mit der Schuldenbremse verknüpft und das ist das Letzte, was er wohl tun wird, ist die Schuldenbremse fallen zu lassen. Also jetzt de facto gilt, 2022 holen wir richtig nochmal aus den Vollen und 2023 wollen wir uns dann wieder etwas disziplinieren in diesem Staat. Ob das gelingt, ich habe meine Zweifel. Letztendlich muss das Geld ja irgendwo herkommen. Letztendlich genau. Wird das von ja hier ausgegeben müssen, wird nur von A nach B verschoben die ganze Zeit. Heißt ja nicht, dass es nicht ausgegeben wurde. Chelsea, wie immer, es kommt von dir und von mir und von allen anderen Steuerzahlern. So ist es. Vielen Dank, Mac. Danke, Chelsea. Unsere weiteren Themen heute Morgen. In Brasilien steht eine Schicksalswahl an. Schafft es der zornige Populist Bolsonaro, sich an der Macht zu halten oder gewinnt sein Kontrahent Lula da Silva? Ich spreche mit Gloria Rose. Sie vertritt die deutsche Wirtschaft in Brasilien. Mit Blick auf die drohende Wahlniederlage Bolsonaros sagt sie, dass seine Wahlniederlage für Proteste sorgen wird. Das ist, denke ich, schon klar. Aber
eigentlich keiner der politischen Beobachter geht tatsächlich davon aus, dass wir hier eine Gefährdung der brasilianischen Demokratie im Sinne von einem Umsturz, einem Militärumsturz zu erwarten hätten. Unsere Börsenreporterinnen sprechen über schnelle Schuhe, schnelle Autos und deren Performance an der Börse. Wir wundern uns über einen etwas arg vergesslichen Joe Biden und lachen über die größten Pessimisten von ganz Finnland. Am Sonntag wird in Brasilien gewählt. Es ist ein international viel beobachtetes Rennen zwischen dem aktuellen Präsidenten Bolsonaro und einem alten Bekannten, dem ehemaligen Präsidenten Lula, der bis 2010 ebenfalls schon mal Präsident war. Lula hat in Umfragen aktuell einen respektablen Vorsprung. Laut des Wahlinstituts IPEC wird Lula am Sonntag auf 48% kommen, Bolsonaro nur auf 31%. Der wiederum versucht deshalb momentan nochmals alle Kräfte im Wahlkampf zu mobilisieren. Wie ist die Stimmung in dem Land so kurz vor der Wahl? Ist der prognostizierte haushohe Sieg Lulas wirklich so wahrscheinlich? Und wie wird Bolsonaro mit seinen Anhängern darauf reagieren? Um diese Fragen zu beantworten, habe ich Gloria Rose angerufen. Sie ist die Brasilien-Direktorin von Germany Trade and Invest in São Paulo. Das ist die Nachfolgeorganisation der Bundesagentur für Außenwirtschaft. Hallo Gloria Rose. Hallo aus São Paulo. Kommenden Sonntag geht Brasilien zur Wahl, um den nächsten Präsidenten zu wählen. Und da tut sich einiges gerade im Lande. Mit welcher gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lage haben wir es derzeit zu tun nach fast 3 Jahren Pandemie und jetzt mit Inflation obendrauf? Brasilien überrascht auch dieses Jahr wieder mit einer deutlich besseren Entwicklung als zu Beginn des Jahres noch erwartet. Mittlerweile liegen die Erwartungen beim Wachstum von etwa 2,5-2,6%. Auch die Inflation ist wieder deutlich zurückgegangen. Also die Erwartungen liegen dort zurzeit bei 6,4%, also deutlich niedriger als das, was wir derzeit in Europa beobachten können. Das liegt an der schnellen Reaktion der brasilianischen Zentralbank, den Zins wieder stark anzuheben und auch an Entscheidungen der Regierung, die Kaufkraft gerade der unteren Einkommensschichten zu stärken in diesem Jahr. Und dieses ist eigentlich das große Standbein, was jetzt Bolsonaro nutzen kann, um etwas mehr an Gewicht zu gewinnen. Und trotzdem habe ich auch gelesen, dass fast die Hälfte der Bevölkerung Schwierigkeiten hat, an passende Ernährung ranzukommen, dass 33 Millionen Menschen hungern derzeit. Obwohl Brasilien die drittgrößte Nahrungsmittelproduzent der Welt ist, ist davon auch was zu spüren? Wir sind in einem Wahljahr. Das bedeutet, dass die politischen Parteien ein Interesse daran haben, entsprechende Informationen so oder so darzustellen. Es wurden von der Regierung ein breites Sozialpaket geschnürt für die letzten 4 Jahre dieses Jahres, wo eben die soziale Unterstützung für ärmere Familien, ärmere Haushalte um 50% gesteigert wurde. Und da ist halt schon irgendwie so ein bisschen zu hinterfragen, inwiefern diese Statistik, 33 Millionen Brasilianer hungern, korrekt ist. Es wird von der Regierung ganz klar gesagt, nein, das ist nicht richtig, das ist eine falsche Statistik. Und dann gibt es halt natürlich die Opposition, die dann damit eben haushalten geht. Also es ist schwierig in dieser aktuellen Lage, die Daten nicht zu hinterfragen. Man muss das tun, definitiv. Wie ist die allgemeine Stimmung in Brasilien jetzt ein paar Tage vor der Wahl? Sind die Leute insgesamt unzufrieden mit der Entwicklung ihres Landes und wie es unter der Regierung von Bolsonaro sich entwickelt hat in den letzten Jahren? Oder geht es den Leuten besser, als man von hier aus in Deutschland vielleicht erwartet? Wie gesagt, dieses Sozialpaket wurde verabschiedet und unterstützt Bolsonaro in der aktuellen Wahl. Wenn das nicht passiert wäre, dann wäre es wesentlich eindeutiger, dann würde Bolsonaro wesentlich weiter zurückliegen. Wir hatten eben aufgrund dieser Entscheidung, dieses Sozialpakets, eine Zunahme seiner Stimmen beobachtet in den Umfragen. Und das hat sich aber mittlerweile wieder relativiert, weil es Lula geglückt ist, politische Allianzen zu schmieden und viele
politische Verbündete dazu zu bringen, eben auch öffentlich sich ihm gegenüber positiv zuzuwenden und Stimmen für ihn zu sammeln. Dadurch gewinnt Lula jetzt in den letzten Tagen insbesondere wieder sehr stark hinzu. Und die Forderung ist eben darin, möglichst jetzt im ersten Wahlgang schon alles zu geben und dann dafür zu sorgen, dass Lula bereits im ersten Wahlgang das Rennen macht, um gar nicht erst in den zweiten Wahlgang am 30. Oktober zu kommen. Wenn wir uns die Unterstützer von Bolsonaro anschauen, geht es ihnen tatsächlich um wirtschaftliche Themen oder doch eher um die kulturellen, moralische Verurteilung des Establishments und Betonung der Religion, konservative Werte? Ist das eher das, was die Leute bewegt, oder sind es diese wirtschaftlichen Themen, die wir eingangs besprochen haben? Natürlich hat er ideologische Vorstellungen, die gut ankommen bei bestimmten Wählergruppen, und das schlachtet Bolsonaro ja auch sehr geschickt aus. Dadurch hat er aber auch eine sehr hohe Ablehnung in der Bevölkerung. Und bei der aktuellen Wahl ist es eigentlich so, dass man sagen kann, der Großteil der brasilianischen Bevölkerung steht weder geschlossen hinter Bolsonaro noch geschlossen hinter Lula, sondern der Großteil ist irgendwo in der Mitte und muss sich entscheiden. Und da ist dann eben die Frage, wie entscheidet sich die Bevölkerung bei der Wahl des kleineren Übels? Warum gibt es eigentlich nur diese beiden Kandidaten und keinen dritten, der genau diese Wählerschaft anspricht? Ja, es gibt durchaus weitere Kandidaten, nur diese haben nicht die Popularität erreicht, um sich zu positionieren. Es war lange die Hoffnung, dass sich ein dritter Kandidat profilieren könnte, Simone Tebet oder Ciro Gomes. Die haben sich aber nicht bestätigt. Also keiner der beiden konnte genügend Anhänger mobilisieren, sodass sie ein Gegengewicht hätten bieten können. Jetzt stellt sich die Frage, wie es nach der Wahl weitergeht. Alle reden davon, dass Bolsonaro natürlich ganz viele Unterstützer hat, die eine Schusswaffe haben, und dass er möglicherweise das Ergebnis der Wahl nicht akzeptieren würde. Wir kennen das aus den USA zum Teil. Wenn die Umfragen stimmen, hat Bolsonaro keine sonderlich guten Chancen, die Wahl zu gewinnen. Und Sie hatten ja schon gesagt, es gibt natürlich auch ganz viele Wähler, die noch unentschieden sind, und die Umfragewerte sind natürlich auch mit Vorsicht zu genießen. Aber wie werden seine Anhänger reagieren, falls er verliert? Es ist durchaus so, dass durch die starke Polarisierung und dadurch, dass eben Bolsonaro die Erwartung schürt, dass er auf jeden Fall gewinnt und dass er die Wahl nicht akzeptiert, also all diese Äußerungen, die ja wirklich sehr kritisch zu betrachten sind, dass er durchaus dafür sorgen wird, dass seine Wahlniederlage für Proteste sorgen wird. Das ist, denke ich, schon klar. Aber eigentlich keiner der politischen Beobachter, ob das jetzt die Eurasia Group ist oder ob das die politischen Stiftungen sind, geht tatsächlich davon aus, dass wir hier eine Gefährdung der brasilianischen Demokratie im Sinne von einem Umsturz, einem Militärumsturz zu erwarten hätten. Dafür ist das Militär, denke ich, zu professionell, und die haben sich auch bereits geäußert dazu. Was haben Sie gesagt dazu? Also, dass eben die demokratischen Vorgaben der Wahl auf jeden Fall berücksichtigt werden. Es wird ja immer davon ausgegangen, dass Bolsonaro das Militär beeinflussen kann, aber eben eher auf den unteren Rängen. Und die großen Militärs äußern sich konstant zur Befürwortung der Demokratie. Und da gibt es eigentlich auch keinerlei Zweifel, dass die Generäle in irgendeiner Weise Interesse hätten, ihre Position dort zu riskieren oder sich politisch zu engagieren oder das Militär in Bredouille zu bringen für Bolsonaro. Diese Verbindung wird nicht gesehen. Na, dann sind wir alle sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ich hoffe, wir können dazu in Kontakt bleiben. Vielen Dank, Frau Hose. Das hoffe ich auch. Vielen Dank. Und was ist heute an den Finanzmärkten los? Da wünschen sich die Anleger in Zeiten von Inflation und Unsicherheit endlich mal wieder gute Nachrichten. Und damit zu Anne Schwedt, unserer Frau an der Wall Street. Guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Chelsea. Nike, der legendäre Sportschuhkonzern, hat Quartalszahlen veröffentlicht. Anne, waren das gute Zahlen oder wurden die Anleger enttäuscht? Die Anleger wurden insgesamt leider eher enttäuscht, Chelsea. Nike konnte zwar seine Umsätze um 4% steigern im abgelaufenen Quartal, der Gewinn ging allerdings um 22% zurück verglichen mit dem Vorjahrszeitraum. Nike hat wie andere Firmen auch mit gestiegenen Kosten in der Herstellung und dem Transport zu kämpfen durch die Inflation.
Die Lieferkettenprobleme durch die Lockdowns in China haben sich ebenfalls auf das Geschäft ausgewirkt. Und auch die Lockdowns selbst hatten Einfluss auf die Verkäufe in China. Nike machte in China im abgelaufenen Quartal 16% weniger Umsatz als noch vor einem Jahr. Nike zeigt sich trotzdem optimistisch und sieht keinen Rückgang in der Kundennachfrage durch die hohe Inflation, zumindest hier in den USA. Die Anleger waren aber trotzdem enttäuscht. Für die Nike-Aktie ging es nachbörslich um 9,4% nach unten. Danke, Anne. Und damit zu Annette Weißbach in Frankfurt am Main. Guten Morgen, Annette. Guten Morgen, Chelsea. Die neue Porsche-Aktie ist gestern in den Handel gegangen. Wie war die Performance am ersten Tag? War ja eher ein holpriger Start, oder? Nun, die Porsche-Aktie ist erstmal recht positiv in den Handel gestartet. Dann kamen aber die Inflationszahlen aus Deutschland und dann ist der ganze generelle Markt gedreht. Somit hat sie den Tag dann wieder mit dem Ausgabekurs beendet. Allerdings für Porsche und für Volkswagen ist dieser Börsengang wirklich ein großer Erfolg, trotz des volatilen Marktumfeldes. Volkswagen konnte durch die komplexe Strukturierung des Börsengangs 19,5 Milliarden Euro erlösen. Und das Geld wird zur Hälfte auch in eine Spezial-Sonderdividende an die Volkswagen-Aktionäre ausgeschüttet werden. Darüber entscheidet dann später noch eine Hauptversammlung. Und Porsche ist nun endlich wieder, wie man selbst gesagt hat, notiert am Markt und kann freier agieren. Der Porsche-Vorstandsvorsitzende Oliver Blume hat sich auch am Frankfurter Parkett sehr begeistert gezeigt und blickt wirklich optimistisch in die Zukunft. Somit das Resümee am ersten Tag, ein Nullsummenspiel. Allerdings sehen sehr viele doch ordentlich Potenzial bei der Aktie. Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht? Dass der US-Präsident jetzt bei einem öffentlichen Auftritt die republikanische Abgeordnete Jackie Walorski im Publikum gesucht hat, die aber gar nicht da war. I want to thank all of you here, for including bipartisan elected officials like Representative Governor, Senator Braun, Senator Booker, Representative Jackie, are you here? Where's Jackie? I didn't think she was going to be here to help make this a reality. Ich glaube, sie wollte eigentlich hier sein, sagt Joe Biden. Das sorgt für große Aufregung in den USA gerade. Republican Jackie Walorski was killed in a car crash. Denn die Abgeordnete, die Joe Biden da sucht, ist im August bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Dass der Präsident sie jetzt im Publikum sucht, lässt die Diskussion über die geistige Fitness von Joe Biden lauter werden. Die Sprecherin des Weißen Hauses versucht zu erklären, wie es zu dem neuen Ausfall kommen konnte. Sie sagt, Joe Biden habe die, Zitat, unglaubliche Arbeit der Abgeordneten loben wollen. Darum war sie ihm geistig gerade sehr präsent, top of mind. As you all know, you guys were watching today's event, a very important event on food insecurity. The president was naming the congressional champions on this issue and was acknowledging her incredible work. Of course, she was on his mind. She was of top of mind for the president. Joe Biden sollte es sich überlegen, ob nicht eine Amtszeit als Präsident reicht oder ob er allen Ernstes noch ein zweites Mal antritt. Vielleicht kann er sich darüber am 20. November mit seiner Familie besprechen. An diesem Tag wird der Mann 80 Jahre alt. Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht? Dass ausgerechnet in Finnland, dem glücklichsten Land der Welt, eine Stadt den Makel trägt, besonders pessimistisch zu sein. Richtig gehört. Polanka heißt diese Kleinstadt, in der das Glas ständig halb leer ist. Sie liegt mitten in der finnischen Waldeinöde und bereits wenn man ankommt, weist ein Ortsschild darauf hin, dass man jetzt noch umkehren kann. Einladend. Das 2400-Seelen-Städtchen machte lange Zeit nationale Schlagzeilen durch Bestplatzierungen in Bereichen wie Arbeitslosigkeit, Landflucht und Überalterung. Doch jetzt hat das Kaff wieder neue Hoffnung geschöpft durch Pessimismus. Klingt paradox, ist aber so. Einwohner gründeten den Club der Pessimisten, um sich über die eigene Stadt lustig zu machen, wie hier ein Mitglied der Deutschen Welle erklärt. Wir haben akzeptiert, dass wir Polanka nicht wiederbeleben können. Wir sind darüber nicht traurig, dass die Stadt stirbt. Wir sehen es von der humorvollen Seite und wollen, dass die Leute drüber lachen.
Sie produzierten selbstironische Songs über das deprimierende Leben in der kleinen Stadt. Hier zum Beispiel über die herrliche Winterzeit vor Ort bei erfrischenden minus 10 Grad. Nach den Songs kamen ein Pessimisten-Café und Musical hinzu. Und tatsächlich, der Pessimismus-Tourismus blieb nicht lange aus. Wahrscheinlich hatten viele Finnen die ständige Glückseligkeit zu Hause satt. Das sehen wir aber anders. Wir bevorzugen es nämlich, etwas optimistischer in die Zukunft zu blicken. Denn sie liegt tatsächlich in unser aller Hand. Ich wünsche Ihnen jetzt einen hoffnungsvollen Start in diesen Tag und später in das lange Wochenende. Mein Name ist Chelsea Speaker und am Dienstag hören Sie hier Gabor Steingart wieder. Same time, same place.